Gibt es in der Ausbildung der Polizisten strukturelle Probleme? Wenn ja, müsse das Konsequenzen haben, so sieht das der regierende Bürgermeister. Noch schärfer formuliert man das bei der CDU nach der jüngsten Behauptung, wonach die Polizei von der organisierten Kriminalität unterwandert sei. Die Polizeiführung selbst hält viele der Vorwürfe für haltlos. Heute nun wurden Journalisten eingeladen nach Spandau zur Polizeiakademie, dort also, wo der ganze Wirbel begonnen hat. Er muss seit Tagen seinen Kopf herhalten für die Negativschlagzeilen aus der Polizeiakademie. Thomas Neuendorf, der Pressesprecher der Berliner Polizei. Und auch heute. Die Polizei lädt zur Pressekonferenz, aber die verantwortlichen Köpfe der Polizeiführung fehlen. Stattdessen wird den Medien eine ganze Klasse Polizeischüler vorgestellt. Pressesprecher Neuendorf gibt dann schon mal vor, was er heute von allen erwartet. Den vielen, vielen Pressevertretern vielleicht Rede und Antwort zu stehen, wenn sie es möchten. Ansonsten biete ich an, ein nettes Gespräch mit den Medienvertretern. Die Klasse H17a. 23 Polizeischüler, nur 4 Schülerinnen. Die Altersspanne zwischen 17 und 27 Jahren. Seit 2 Monaten sind sie hier an der Polizeiakademie. Doch zu der Klasse, über die der Ausbilder vor 2 Tagen in der Abendschau berichtet hat, gehören sie nicht. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir das auch nur durch die Medien mitbekommen haben, dass wir morgens jetzt zur Schule gekommen sind und hatten ein direktes Gespräch auch mit unserem Klassenlehrer, weil wir am selben Tag Unterricht hatten, also selbstverständlich auch mit unserem Klassenlehrer in diesem Fall. Und da haben wir dann das Thema aufgegriffen, darüber geredet und über die konkreten Flur-Buschfunk, wie Sie es gerade betitelt haben, glaube ich, falls es falsch zitiert war, tut es mir leid, haben wir so gar nicht drüber geredet, auch gar nicht mit anderen Schülern. Ansonsten bekommen wir sowas als Klasse nicht mit. Wir haben alle einen guten Umgang miteinander. Wie mein Kollege schon gesagt hat, wir sind alle Kollegen, wir machen alle Späße und jeder versteht sich mit jedem. Auch hier gibt es einige Schüler mit Migrationshintergrund. Sie wollen nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Trotzdem kann der Leiter der Polizeiakademie auf Nachfrage Vorfälle nicht leugnen. Logischerweise gibt es Disziplinlosigkeit. Logischerweise gibt es bei jungen Menschen und bei Ihnen und bei mir auch mal eine Verspätung möglicherweise, die sich erklären lässt. Und es gibt Fehlverhalten unterschiedlichster Art, wie das passiert. Und deshalb ist unser System und unsere Schule und jede Bildungseinrichtung darauf ausgerichtet, auf die Dinge zeitnah und konsequent zu reagieren. Die Journalisten erfahren immerhin, dass 15-20% der Schüler abbrechen oder entlassen werden. Wie viele Disziplinar- und Ermittlungsverfahren es hier aber im Moment gibt, weiß angeblich keiner. Anfragen bei der Polizeiführung dazu werden seit 2 Tagen nicht beantwortet. Generell gibt es nur wenig Konkretes zu diesem Thema. Innensenator Geisel äußert sich heute dazu nur schriftlich. Ich wehre mich dagegen, dass hier Stimmung gegen die Polizei gemacht wird. Ich bekenne mich ausdrücklich zu Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund. Eine moderne Hauptstadtpolizei muss ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein. Aber darum geht es nicht, sagen Insider. Was an den Vorwürfen in der Polizeiakademie tatsächlich dran ist, soll im nächsten Innenausschuss des Abgeordnetenhauses geklärt werden.